Ich bin Eckhard Hagedorn, mache beim Männerbibelgesprächskreis mit. Bin 49 Jahre glücklich verheiratet mit Renate, geborene Skriva. Gott schenkte uns 3 Kinder, 3 Schwiegerkinder und 6 Enkelkinder. Heute wollen wir uns mal befassen mit dem Buch Salomo, die Sprüche Salomos. Dieses Buch aus der Bibel kann abschreckend oder ansprechend für uns sein. Wenn auch Verse vorkommen, mit denen ich schwer was anfangen kann, sind viele wertvolle Perlen zu finden. Eine dieser Perlen möchte ich schmunzelnd aus Kapitel 19, Vers 14 zitieren. Haus und Besitz kann man von Eltern erben, aber eine vernünftige Frau schenkt nur Gott, der Herr. Ein Pastor einer baptistischen Gemeinde hier in Pretoria erzählte mal, dass er seinen beiden Söhnen den Rat gegeben hat: Lest jeden Tag in der Bibel irgendwas, aber lest jeden Tag auch ein Kapitel aus dem Buch Sprüche. Und nach Kapitel 31 kommt Kapitel 1 wieder dran. Jeden Tag. Warum gab er diesen Rat? Wenn ich dieses Buch Salomos lese, merke ich, dass ich direkt angesprochen werde. Ich darf mein Leben lang daraus lernen. Zur Einführung lese ich aus Hoffnung für alle die Übersetzung aus dem ersten Kapitel, die ersten 7 Verse. Überschrift: Der Wert dieses Buches. Die folgenden Lebensweisheiten sind in Sprüche gefasst von Salomo, dem Sohn Davids und König von Israel. Wenn du sie beachtest, wirst du lernen, dich im Leben zurechtzufinden. Sie helfen dir, dich selbst zu beherrschen und machen dich fähig, gute Ratschläge zu erkennen und anzunehmen. Durch sie gewinnst du Einsicht. Du lernst, aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt das Gespür für gute Entscheidungen. Selbst wer darin schon geübt ist, kann noch dazulernen. Neue Gedankenanstöße helfen ihm, die Sprichwörter der weisen Lehrer zu verstehen und ihre Bilder und verschlüsselten Sprüche zu enträtseln. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Lebensweisheit und Selbstbeherrschung ab. Nun will ich heute nicht alle 31 Kapitel durcharbeiten. Als Impuls, das Wort deutet ja auch auf Anregung, möchte ich nur einige Gedanken und Verse aus dem Buch Sprüche hervorheben. In Kapitel 2 wird der Wert der Weisheit angesprochen. Vers 6 sagt: Gott allein gibt Weisheit und nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Diese Weisheit ist etwas anderes als Wissen oder Kenntnis. Immer wieder hebt Salomo die Weisheit, die von Gott kommt, hervor. Zum Beispiel Kapitel 9, Vers 10. Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor Gott hat. Den heiligen Gott kennen, das ist Einsicht. Oder Kapitel 15, Vers 33. Wer Ehrfurcht vor Gott hat, erlangt Weisheit. Bevor man zu Ehren kommt, muss man Bescheidenheit lernen. Oft wird hingewiesen, wie wichtig es ist, dass ich mir etwas sagen lasse. Kapitel 2, Vers 11 sagt: Wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater den Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr.
Dieses sich was sagen lassen ist etwas, was mir schwerfällt. Kapitel 13 hat die Überschrift: Wer klug ist, lässt sich etwas sagen. Kapitel 19, Vers 20: Höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du endlich weise wirst. Und Kapitel 12, Vers 1: Wer dazulernen möchte, lässt sich gern sagen, was er falsch macht. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Und nun fällt auf, wie oft vom Dummkopf die Rede ist. Kapitel 26 hat sogar die Überschrift: Ein Dummkopf. Lest mal selber dieses Kapitel. Wie oft bin ich ein Dummkopf? Eine weitere Warnung steht in Kapitel 4, Vers 23. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Meine Zunge oder was ich sage, wird des Öfteren angesprochen. Kapitel 17, Vers 27 sagt: Ein weiser Mensch gibt Acht auf seine Worte, denn wer sich selbst beherrschen kann, ist vernünftig. Auch Kapitel 20, Vers 12 ist bemerkenswert. Gott hat uns Augen gegeben, um zu sehen, und Ohren, um zu hören. Also wahrnehmen und aufmerken. Vom Sprechen etwas sagen wird hier nichts gesagt. Also Vorsicht. Es geht also häufig über mein Verhalten meinem Mitmenschen oder auch Gott gegenüber. Kapitel 10, Vers 12 warnt mich: Hass führt zu Streit, aber Liebe sieht über Fehler hinweg. Wie? Das soll da stehen? Soll ich über Fehler anderer Menschen hinwegsehen? Kapitel 17, Vers 9 spricht dieses wieder an. Wer über Fehler anderer hinwegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Da muss ich mich selber fragen: Wie oft bin ich lieblos? Eine gute Lebensweisheit lautet in Kapitel 24, Vers 27: Bestelle erst dein Feld und sorge für deinen Lebensunterhalt, bevor du eine Familie gründest. In der jetzigen Zeit ist Geduld gefragt. Kapitel 16, Vers 32 sagt uns: Geduld zu haben ist besser als ein Held zu sein. Und sich selbst beherrschen ist besser als Städte zu erobern. Unsere Tochter, ja, sie kennt ihren Papa, schenkte mir mal eine Karte. Kleine Bitte: Lieber Gott, gib mir Geduld. Sofort. So sind wir. Viele weitere Gedanken könnten wir ergreifen, aber das dürft ihr selber tun. Entdeckt viele Perlen. Das Buch Sprüche steht im Alten Testament. Und nun, ich werde selber angesprochen. Ja, erschreckend entdecke ich, wer ich bin oder wer ich sein kann. Ich müsste weglaufen. Zum Glück haben wir aber auch das Neue Testament. Deshalb, wenn ich von Gott weglaufe, kann ich nur zu Gott und Jesus hinlaufen. In einer Predigt wurde mal gesagt: Wir als Christen sind nicht bessere Menschen, aber wir sind besser dran. Und das sagt mir dieses Buch Sprüche und das Evangelium. Weglaufen von Gott, hinlaufen zu Gott und Jesus. Lukas 19, Vers 10 sagt mir von Jesus, der gekommen ist, Verlorene zu suchen und zu retten. Ich möchte schließen mit einem Lied,
das die meisten von uns aus unserer Kindheit kennen. Weil ich Jesu Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu bewerten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und hab unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide. Und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnquell hin. Sollte ich denn nicht fröhlich sein, ich beglücktes Schäfelein? Denn nach diesen schönen Tagen werd ich endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß.